halte durch! Ich bin auf dem Weg! Nein! 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 Doch, ich bin eigentlich auf dem Weg. Oh nein! Wir sind zu spät gekommen mit dem Feuerlöscher. Ich habe die Brummer-Magier-Gilde erreicht. Anscheinend ist sie angegriffen worden. Ich sollte noch Überlebenden suchen. Oh nö, jetzt geht das wieder mit den Geistern los. Aua. Ich bin gar nicht da. Lass mich in Ruhe. Verblichenes Gespenst. Ach, seid ihr von uns? Egal, ich will nicht gegen Geister kämpfen. Geister sind böse. Und ich habe Zombie noch gesagt, er soll nicht mit dem Feuerholz, Streichholz spielen. Streichholz, Feuerzeug, so. Zombie, warum tust du das? Du weißt doch, was das letzte Mal mit Quatsch passiert ist, als du das letzte Mal mit dem Streichholz, Feuerzeug gespielt hast. Jetzt ist nicht nur Quatsch näher gebrannt, jetzt wird auch Brummer niedergebrannt werden. Es können unmöglich die Geister der Mitglieder der Magiergilde von Brummer sein. Dafür sind es einfach zu viele. Hallo. Kommt heraus, wo auch immer ihr seid. Hier zum Beispiel. Geister, lasst mich in Ruhe, kommt schon. Wer bist du überhaupt? Camilla Lolia. Wo seid ihr? Ah! Hier bin ich. Gut, kümmern wir uns mit den Geistern. Ich bin gelandet, Bartomix, warum machst du das? Geister sind böse. Wie kommen die überhaupt hier hin? Haben die eine Erlaubnis, sich hier aufzuhalten? Ich meine ja nur. Vielleicht sollte ich dann nicht Eisschwert, sondern Goldbrand wieder auspacken. Schneller, geil. Sind sie verschwunden? Ich hatte zu viel Angst. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich konnte die Schreie hören, war aber einfach wie gelähmt. Er hat sie alle getötet. Er hat sie einfach geschlachtet. Wer ist er? Ich habe sein Gesicht gesehen. Ich habe den Wurmkönig gesehen. Er war persönlich hier? Warum das? Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich glaube, ich bin nur deshalb noch am Leben, weil ich unsichtbar war. Und trotzdem glaube ich, dass er mich gesehen hat. Natürlich, ich habe dich auch gesehen. Er hat sie einen nach dem anderen getötet. Volanaro war der Letzte, glaube ich. Er versuchte wegzurennen, hat es dann aber doch nicht geschafft. Der Wurmkönig stand über ihm, bevor er starb und er... Es sah so aus, als würde er Volanaro die Seele aussaugen. Apropos Seele. Er sagte etwas von einer Echohöhle und der Vernichtung der Magiergilde. Danach hat er mir direkt in die Augen gesehen und gelächelt. Ihr müsst etwas tun. Ihr müsst Erzmagier Traven davon berichten. Ja, machen wir. Hier ist es nicht sicher. Wie kommst du denn darauf? Bevor er wiederkommt. Vielleicht, weil hier so viele Geister rumschwören. Und deswegen tanzen Schwerter. Falls ihr das nicht sehen könnt. Das Schwert tanzt. So ungefähr hat auch gestern Crassius getanzt, als ich offscreen unterwegs war in Morrowind. Wer sieht mich? Ach, der Narr. Wieso ist der denn hier noch drinne? Und da ist sie. Vielen Dank für das Geld.
Etrike, du bist voll herzlos. Ja, und? Was soll ich denn tun? Hallo. Tschüss. Ich glaube, wir sind jetzt hier verflucht. Ne? Habe ich dich eigentlich schon ausgenommen? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall nichts dabei. Aha, Eis... Ne, ich habe reflektiert. Du hast Eis widerstanden. So, erstmal dafür sorgen, dass die Geister meine Spur verlieren. Damit ich Schnellreise machen kann. Und die Geister währenddessen hier in Bruma Amok laufen. Ich hoffe, die Wachen haben Silberwaffen dabei. Hast du Silberwaffen? Du hast Silberpfeile. Müsste ausreichen. Ja. Bam, 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 bam. Jessica, lauf! Haha, ich bin schneller als du. Ich bin rückwärts schneller als du vorwärts. Haha. Du läufst ja gar nicht mehr. Was soll das? Jessica! Jessica! Ah! Ups. Was war das denn? Hoppala. Ups. Wie konnte das denn passieren? Boah. Wenn ich davon jetzt gestorben wäre. Abgrund des Todes. Oh, Abgründe des Todes sind... Ja, tödlich erstmal und... Abgründig. Tiefgründig. Ach, schön. Guten Morgen. Wie kommst du so schnell hierher, Jessica? Was soll das? Warum machst du das? Kannst du Teleport-Cheats? Teleport-Zauber gibt es hier nicht mehr. Wurde ja auch irgendwie verboten. Es gibt viele Zauber, die es im Morrowind gab, hier nicht mehr. Ich wollte schon gerade sagen, sind wir zu spät gekommen? Ist Mani Maku hier eingefallen und hat Raven mitgenommen? Aber da ist ja der Sack. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Traven. Brumas Magiergilde wurde zu Quatsch. Gibt es Neuigkeiten von Jan in Bruma? Er blieb als einziger übrig. Nur er konnte zum Jens kommen und seinem Streichholzfeuerzeug. Nach allem, was er euch erzählt hat, befindet sich Mani Maku, der König der Würmer, hier in Cyrodiil und macht Jagd auf unsere Gilde. Damit hätte ich in meinen schlimmsten Träumen nicht gerechnet. Wir brauchen einige Tage, um diese Informationen zu verarbeiten. Sollte Jessica hier eintreffen, werden wir dafür sorgen, dass man sich gut um ihn kümmert. Jessica ist schon da, und zwar unten. Der ist irgendwie vor mir hier aufgetaucht, dieser Pisser. Ja, kommt in ein paar Tagen wieder. Oh, Trampel, was soll ich denn jetzt machen? So hast du Koboldgall in deinem Papierkorb? Ihr könnt doch jetzt diese Korb umgefallen und Trafen, räum auf! Na, ja, komm in ein paar Tagen wieder! Seid gegrüßt? Sei du nicht gegrüßt. Blub. Blub. Hey, Chicke, was hast du vor? Das werdet ihr gleich sehen. Keine Angst. Hallo! Willkommen, Reisender. Wir machen uns alle solche Sorgen wegen der Goblins, dass wir womöglich nicht so gastfreundlich sind, wie wir sein sollten. Welche Goblins? Goblins! Wieso Goblins? Warum kann es nicht Klippenläufer sein? Alles war wunderbar.
Wir hatten unser Lager in Cotsford aufgeschlagen und es schien ein wirklich schönes Fleckchen Erde zu sein. Dann griffen die Goblins an. Ifre sei Dank, dass Mirisa da war. Ohne sie hätten die Goblins uns alle mit Sicherheit getötet. Cotsford. Netter Name. Wo liegt denn das? Es war der Traum meines Vaters, hier ein neues Leben anzufangen. Er gab alles, was er hatte, für das Land aus. Und jetzt scheint alles ruiniert zu sein. Was ist denn passiert? Bartel Gernand ist mein Vater. Ich mache mir seinetwegen Sorgen. Wenn wir Cotsford nicht bauen können, bricht es ihm das Herz. Mein Vater hat sie als Führerin in einer Herberge südlich von hier verdingt. Und das war auch gut so. Sie hat unser Leben gerettet und uns nach dem Angriff der Goblins sicher hierher zurückgebracht. Forever! Ich gehöre auch mit dem Forever. Wie geht's? Hallo, ich habe einen Rat für euch. Nehmt euch vor Goblins in Acht, wenn ihr in Richtung Norden geht. Okay. Nehmt euch vor ihnen in Acht, wenn ihr in Richtung Norden geht. Wir sind nordwestlich von hier auf Goblin-Kriegsverbände getroffen, als wir anfingen, eine neue Siedlung zu bauen. Krieg ist voll böse und so. Meine Familie und ich überlegen immer noch, was wir tun sollen. Warum können wir nicht einfach alle Wir Freunde haben alles, sein? Was wir hatten, für das Land und für Vorräte ausgegeben. Wir können also schwerlich zurückgehen. Glaubt ihr, ihr könntet uns helfen? Ja. Wir müssen die Goblins vielleicht von unserem Land vertreiben, damit wir unsere Siedlung aufbauen können. Wenn ich ein paar Kekse von euch bekomme... Ich hatte ein gutes Gefühl bei euch, Freund. Ihr solltet mit Mirisa über die Goblins reden. Sie ist unsere Führerin und sie weiß, was zu tun ist. Hat sie Kekse? Wiedersehen. Wo ist Mirisa? Das Pferd! Aber das ist Luna! Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt. Aufwachen! Ich grüße euch. Ich wollte nicht in dein Gesicht reingucken. Wärmt euch an unserem Feuer. Nein. Ich wärme mich an eurem Blute. Folgt der gelben Straße von hier aus nach Nordwesten. Ihr werdet die Vorräte sehen, die wir zurücklassen mussten, als die Goblins angriffen. Sieht. Weiß ich nicht, was aus. Ihr habt euch einverstanden erklärt, ihnen zu helfen, die Goblins aus Cotsford zu vertreiben? Das sind irgendeine tolle Nachrichten. Ich habe mich ein wenig umgesehen, als wir hier lagerten. Und es sieht aus, als läge Cotsford genau in der Mitte in einem Goblin-Krieg. Tja! Die Höhlen in der Umgebung wimmeln nur so von Goblins. Normalerweise bleiben Goblins nahe an ihrer Höhle, wären also kein großes Problem. Aber zwei der Stämme liegen im Krieg miteinander und ihre Kriegsverbände marschieren genau durch Cotsford hindurch. Ihr müsst den Krieg irgendwie zum Ende bringen. Schon ein bisschen zynisch. Und wie können wir das schaffen? Goblins haben ihre eigenen Gründe für ihr Tun. Uns leuchten sie normalerweise nicht ein, aber... Ich habe im Laufe der Jahre eine Menge über sie und ihre Art gelernt. Weil du selber ein Goblin bist. Jeder Stamm hütet einen Kopf in seiner Höhle. Wessen Kopf, das weiß ich nicht. Dein Kopf. Ein heiliges Stammestotem oder so. Aber egal. Wenn ihr einen Goblin-Stamm richtig treffen wollt, dann stehlt ihren Stammeskopf. Genau das tun rivalisierende Stämme häufig. Einfach um zu beweisen, dass sie gewiefter sind. Füchse brauchen sowas nicht. Dass ein gestohlener Stammeskopf der Grund für den Krieg zwischen den beiden Stämmen ist. Sonst würde der Krieg nicht so lange andauern. Um also den Krieg zu beenden, müsst ihr nur in die Holznarbenhöhle schleichen, den gestohlenen Stammeskopf finden und ihn den Goblins der geborstenen Holzhöhle zurückgeben. Nee, das ist nie so einfach. Außer ihr wollt es auf die harte Tour. Oh nö, was ist der schwierige Weg? Nun ja, ihr könntet euch auch in die geborstene Holzhöhle durchschlagen und ihre Schamanin töten. Jeder Goblin-Stamm wird von einer Schamanin geführt, aber sie bleibt meistens tief in der Höhle verborgen, gut geschützt. Gut geschützt. Aber tötet die Schamanin und der Stamm stürzt in das Chaos. Damit ist der Krieg wahrscheinlich beendet. Aber nur wahrscheinlich. Wie gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, einen Goblin-Krieg zum Ende zu bringen. Ihr könnt die Schamanin des angreifenden Stamms töten oder aber den Stammeskopf vom gegnerischen Stamm zurückholen, was wohl die Ursache für diesen Krieg sein dürfte. Beides klingt nicht gerade nach einem Spaziergang. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die beiden nächstgelegenen Höhlen sind die Holznarbenhöhle und die geborstene Holzhöhle. Hier,
Ich habe sie auf eurer Karte eingezeichnet. Holz. Leider liegt Kopsford genau in der Mitte. Lasst euch von dem Holz führen!